Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls. Ja, ich bin hier jetzt gerade an einem anderen Leuchtfeuer. Ich hatte den letzten Part ja in Malula gestartet. Das liegt daran, weil ich eigentlich gerade etwas erledigen wollte, was mir in die Kommentare geschrieben wurde und dann aber gar nicht so recht wusste, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar ging es darum, dass es hieß, ich soll ja den anderen Bosskampf, den hier vom Sünderhügel, nochmal machen, aber mit Hilfe eines Asketenleuchtfeuers. Und ich habe dann so überlegt und spekuliert und dachte mir so, ja, wie geht das jetzt eigentlich? Was muss ich da machen? Wie bekomme ich ein Asketenleuchtfeuer? Ich hatte keine Ahnung und habe deswegen einfach mal ganz kurz nachgeguckt und wollte nochmal gucken, wie komme ich an so ein Asketenleuchtfeuer. Und ich weiß das jetzt, ihr habt mir das ja zwar, glaube ich, schon mal erklärt soweit, aber irgendwie hatte ich das schon wieder total vergessen, was damit gemeint ist und wie das ist. Also ich wusste, dass es die Schwierigkeit erhöht, aber nicht mehr, wie das ging. Das heißt, wir können das natürlich durchaus sehr gerne machen, aber dafür brauche ich ja einen Gegenstand, den ich in dem Leuchtfeuer verbrenne und so etwas besitze ich allerdings nicht. Jetzt habe ich kurz nachgeschaut, wie man sowas bekommt, habe das auch gesehen. Jetzt muss ich natürlich aber erstmal schauen, dass ich dieses Teil dann halt auch wirklich erhalte und ich habe keines. Aber es ist dargestanden, man könne das wohl auf dem Weg hierher in dieses Gebiet, könne man so etwas wohl finden. Und zwar dort bei diesem Aufzug, den es da gibt mit diesem Käfig. Und jetzt schaue ich da einfach nochmal kurz hin. Es gibt ein, zwei andere Dinge auch, die ich total übersehen habe. Da müsste ich mich vielleicht auch nochmal drum kümmern. Müssen wir mal nochmal gucken. Also ich muss jetzt erst bei diesen Aufzug suchen. Der Schädel. War ich hier schon drin? Vermutlich. Ah, hier ist dieser Käfig. Oder ist das ein anderer Käfig? Wir fahren jetzt mal hier. Ach, guck mal hier. Das wird das Ding sein, das ich dafür brauche. Komme ich da runter, ohne zu sterben? Hier am Rand, oder? Ja. Asketenleuchtfeuer, tatsächlich. Und das ist das, was ich im Internet nachgeguckt habe. Versuchgegenstand, ja genau. Und jetzt müssen wir natürlich aber erst wieder ins Leuchtfeuer, aber ohne zu sterben. Also nutzen wir einen Heimatknochen und kehren wieder zu dem Leuchtfeuer zurück. Also es hat geheißen, ich soll dieses Asketenleuchtfeuer in diesem Gebiet nutzen und soll dann nochmal den Boss besiegen. Aber mit Hilfe. Das machen wir. Wow! Ich stelle mich halt jetzt schon gut an. Es ist halt super, wenn dann der Schwierigkeitsgrad schwerer wird. Werde ich mich natürlich noch dämlicher anstellen, als ich es mich teilweise so schon tue. Aber ich versuche mein Bestes. Okay. Der Schwierigkeitsgrad bleibt hier dann stark. Ich habe auch gesehen, ich habe hier einen edlen Knochenstaub. Ich würde sagen, den werde ich vorher noch ganz kurz verbrennen. Bevor ich überhaupt weitermache. Das habe ich durch Zufall gerade vorhin entdeckt, als ich halt eben das machen wollte mit diesem Verbrennen und so weiter. Festgestellt habe, ich habe das ja gar nicht. Und zwar habe ich hier verkohlte aschene Knochen. Werft sie in das ferne Feuer in Majula, um die beim Flakon-Einsatz hergestellten TP zu erhöhen. Ja. Schöne Majula. Okay, unser erstes Flakon ist verstärkt worden. Wunderbar. Dann gibt es noch etwas. Wir werden uns noch kurz mal menschlich machen. Ach, das geht hier in diesen gar nicht. Gut, das können wir natürlich auch einfach so machen. Machen uns noch menschlich. So. Weil sonst können wir uns ja keine Hilfe rufen. Und dann reisen wir wieder in den Sünderhügel. Und werden dort dieses Asketenleuchtfeuer aktivieren. Das einzige Teil, das ich halt dieser Art jetzt habe. Aber gut, wir versuchen das. Wir verbrennen das hier mal. Es geht ein Leuchtfeuer. Ja, wird verbrannt. Bisschen Angst habe ich, was passiert. Was getan ist, ist getan. Okay. Menschenbildeffekt kann man auch aufheben. Das wusste ich nicht. Die sind ja um einiges stärker jetzt. Die sind noch einige stärker. Übel.
Krasse Sache, echt krasse Sache. Ich meine, die halten jetzt 4 Schläge aus und teilen nochmal um einiges heftiger aus als vorher. Übel, übel, sehr, sehr übel. Ja, mal gucken, ob ich das nicht bereuen werde. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber gut, wer es nicht versucht, kann es nicht herausfinden. Und wenn ihr mir sowas in die Kommentare schreibt, dann muss ich das natürlich austesten. So. Bin mal so frei. Okay, ich muss ihn 3-mal ancasten, damit er stirbt. Das ist gut. Machen wir mit dem auch. Dann noch einen großen hinterher. Wow, da war meine Ausdauer weg. Da ist der nächste. Krieg ich den ins Target? Nein, krieg ich den ins Target? Ja. Kommt er? So, ich hatte gehofft, dass der andere mich nicht trifft. Wunderbar. Guck mal. Hinter dir. Wunderbar. So, dann ist der auch weg. Jetzt müssen wir da runter, ne? Hier ist der Hebel. Ziehen wir mal. Holen unseren Aufzug. Ich glaube, ich werde aber trotzdem wieder da durchrennen, oder? Aber ich brauche halt jetzt noch diese Hilfe, diese Bosshilfe. Die wird aber wahrscheinlich dann einfach irgendwo in der Nähe vorne sein, könnte ich vermuten. Ich weiß es natürlich nicht, aber wir schauen einfach mal. So, da ist der Aufzug. Bin gespannt, um wie viel schwerer dieser Bosskampf jetzt ist. Na, bitte, komm. Aber da ich ja jetzt Hilfe dazu rufen soll, darf, wie auch immer, hoffe ich, dass das Ganze nicht ganz so schlimm wird. Hier liegt auch was. Uah. Nein! Es war zu hoch. Oh, puh. Aber das hatte ich doch schon aufgehoben. Oder hat das Asketenleuchtfeuer das gemacht, dass ich die jetzt wieder aufheben kann? Das könnte sein. Ja, super. Jetzt können wir noch meine Menschlichkeit verbraten. Das war jetzt sehr, sehr dumm von mir. Das war jetzt mehr wie dumm von mir. Ach, komm, ernsthaft. Autsch. Okay, das tut ziemlich weh. Dann, resten wir hier nochmal. So. Ja. Den Menschenbildeffekt aufheben? Ich bin noch menschlich? Aber ich bin noch gestorben. Bin noch gestorben. Das ist interessant. Bin ich doch noch menschlich? Das schauen wir uns gleich mal an. Nein, ich bin nicht menschlich, wollte gerade sagen. Wäre ja komisch gewesen. Benutzen. So, Menschlichkeit zurückerlangt. Wunderbar. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich noch menschlich gewesen wäre. So. Also, gleiches Spielchen. Nochmal. Dass ich da jetzt gestorben bin, war ziemlich unnötig. Ich dachte halt, ich wäre schon weit genug entfernt, aber war ich doch nicht. Und nochmal. So, und dann machen wir das gleiche hier mit dem Typi. Oh, aber ich habe doch das immer abgebrochen. Dass der auf mich geschossen hat. Sonst, oh, schade. Da liegt mein Loot. Nochmal. So. Ja, ja, lad du dadurch jetzt erstmal nach. Und vom. Mach dich jetzt einfach so. Weil ich's kann. Schön, dass du jedes Mal nachladen musst. Also, hier erstmal unser verlorenes Loot wiederherstellen. Dann müssen wir hier das Ding erstmal wiederholen. Ah, oh, das ärgert mich, dass ich da jetzt so unnötig gestorben bin. Doch, das ärgert mich jetzt tatsächlich ziemlich. Aber gut. Oh, der wackelt aber noch viel rum. Geht's dem gut? Ich glaube nicht. Vielleicht holt er uns ja den Aufzug.
Sieht fast so aus. Okay. Also, wir jumpen wieder auf dem Aufzug. Diesmal jumpen wir nicht so früh. Diesmal warten wir etwas. Da. Jetzt. Also, oh, das hat... Bekomme ich mehr Fallschaden? Und da unten sehe ich schon, da kann ich auch die Hilfe rufen. Kann das sein, dass ich mehr Fallschaden bekomme? Das Gefühl habe ich, ehrlich gesagt. Genau. Lucatiel von Mira sollen wir hier rufen. Das machen wir dann mal eben. Kommt der Phantom? Hallöchen. Und dann, habe ich gesagt, werde ich hier durchlaufen. Werde die ganzen Viecher hier ignorieren. Na, lauf. Wow. Ach ja, stimmt, das sind die explodierenden Viecher. Aber alles gut. Wir mussten jetzt ziemlich schnell von mir ablassen. Oh. Dankeschön, Lucatiel. Du hast schon Schaden genommen, ne? Du siehst auch, was ich hier sehe. Links und rechts diese Viechers. Finde ich nicht gut. Werden wir das mal versuchen? Was sind die hier? Die habe ich sonst eigentlich auch immer geschafft. Okay, das ging. Das ging. Könnten wir ja hier schon mal... Na, wenn, dann müssen wir erst noch da drüben fighten, bevor ich diesen Schmetterling benutze, um das Feuer zu aktivieren, weil ich denke, wir wollen da mit Sicherheit auch sehr gerne wieder... Hat der auf den anderen Aggro? Wo ist die Machete? Okay. Diesen Schmetterling brauchen wir wieder. Bitteschön, benutzen. Damit wir die Fackel haben. Dann zünden wir hier an. Und dann gehen wir auf die andere Seite und zünden dort auch an, weil ich glaube, sonst wird es ziemlich stockenduster beim Bosskampf. Und das will ich jetzt eher weniger. Hier liegt noch was. Oh, nochmal ein glatterseitiger Stein. Das heißt, es setzt das ganze Gebiet also zurück. Ach so, stimmt. Der hat es ja geheißen, dass ich ja dann die so quasi die Bosskämpfe generell, wenn ich ein Gebiet habe, wo ich schon alles weggefarmt habe, so quasi alles nochmal wiederholen kann. Gut, dann holen wir uns den schweren Seelenpfeil rein und gehen da mal durch. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Und gleichzeitig habe ich etwas Angst. Ich hatte echt Angst, jetzt zu failen. Aber auf der anderen Seite, ich habe jetzt eine Hilfe dabei. Das macht es ja einfacher. Und für die, die das Let's Play das erste Mal einschalten, ich habe diesen Boss schon bereits besiegt und ich habe ihn auch ohne Hilfe besiegt. Okay. Lucatiel, bist du auch mal da? Sehr schön. Ja, schön. Lucatiel tankt. Finde ich toll. Oh, das hat ein bisschen wehgetan. Kämpfst du auch mal, Lucatiel? Bin am Überlegen. Uah. Ob ich so lange vielleicht casten soll, solange Lucatiel noch lebt, um den bestmöglichst viel Leben abzuziehen, weil Lucatiel lebt nicht mehr lange. Ist jetzt mein Zauber ausgewichen? Ernsthaft? Ist gemein. So, jetzt haben wir noch die normalen Zauber. Aua. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Du kannst ja leben nämlich nicht mehr lange. Au! Merk schon, es tut weh.
Boah, jetzt aber. Komm. Okay. Aber muss der überleben? Kann es sein, dass der hätte überleben müssen? Bin mir nicht sicher. Warte mal. Das ist jetzt gerade... Na, ich will mich nicht... Ich wollte mich eigentlich nicht töten. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte Lucatia eigentlich halt am Leben erhalten. Und wollte deswegen... Habe ich gerade überlegt, ob ich mich zurückporte. Nee, ich mache das nochmal. Ich glaube nämlich, da wird sicherlich nicht sterben dürfen. Könnte ich mir zumindest denken. Deswegen verbrennen wir nochmal ein Menschenbild. Ich will nochmal menschlich werden. Ach, das macht mich nicht menschlich. Blockiert Eindringlinge aus dem Jenseits. Oh. Ups. Was? Haben die meine Verteidigung durchbohrt? Ja gut, jetzt sind 10.000 Seelen weg. Never mind. Das ist eine leichte Fail-Folge. Nein, 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 nein. Oh! Ich bin doch so doof. Okay, wir sterben jetzt einfach noch ein paar Mal vielleicht. Okay, ich sollte mich mehr konzentrieren. Und ich glaube, ich werde nach diesem Part erstmal keinen weiteren aufnehmen, weil meine Konzentration ist momentan gerade nicht die beste. Das ist nicht gut. Aber ich will den Bosskampf jetzt noch machen. Okay. So, jetzt holen wir uns erstmal den ersten hier. Wow. Oh, das gibt's doch nicht. Warum sterbe ich denn jetzt hier die ganze Zeit? Das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Okay, jetzt nochmal mit Konzentration. Ich habe es vorhin auch geschafft. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt daran scheitere. Okay, also nochmal. Den... Wir sollten zurückweichen. Und wir sollten ein Estus nehmen. So. Jetzt kommen die Freunde. Trinken wir nochmal. Und diesmal falle ich hier nicht runter. Wow. Das war jetzt echt fail. Ich heb das hier auf, auch wenn das nichts bringt. Oh, wow. Das ist gerade so... Es ist sehr beschämend, ich sag's ganz ehrlich. Es ist sehr beschämend, dass ich hier jetzt so gefailt habe. Gut. Okay, auf ein neues. Kannst du wieder mit dem großen Schweren weg. So. Gleiche mit dem da. Dürfte eigentlich auch nicht auf mich schießen. Oh, war das ein Crit? Ah, ich wollte gerade zurückweichen. Nein. Und nochmal. Oh, hat er mich doch getroffen. Mein Lebensstein nehmen. Noch ein bisschen weniger. Und komm. Ich bin schneller wie du. Oder schneller als du. Wenn ich richtig werde. So. Und letzter Spielchen nochmal. Und diesmal ohne Fails, bitte. Ich dachte halt, wenn ich ein Menschenbild da drin verbrenne, dann gibt es das gleiche nochmal. Ich hätte wahrscheinlich nur die Beschreibung lesen müssen. Da wäre dann sicherlich da gestanden, so, ja, und wenn sie da verbrennen, dann passiert was anderes. Ja, wahrscheinlich steht das dabei, ich habe es einfach noch nicht gesehen. So, aber ich denke halt wirklich, dass Lucatia überleben muss. Deswegen da jetzt ein bisschen besser handeln. So, wir rufen den wieder.
holen den großen schweren Seelenpfeil raus. Und dann laufen wir wieder. Ja, ich sehe schon, hier sind mehrere solche roten Viecher, kann das sein? Habe ich gerade wieder was gesehen oder nee, dass das war. Doch, doch, doch. Die sind auch noch da, aber das Feuer brennt noch. Und Lucatiel hat diesmal keinen Schaden genommen. Wunderbar. Ich glaube aber, ich werde weiter auf Nahkampf gehen, weil ich glaube, dass ich dem da mehr Schaden reindrücke dadurch. Wir sollten vielleicht dann noch das hier dazu nehmen. So. Oh, das war fail. Lass erstmal trinken. So. So, Lucatiel, du musst überleben, ja, das weißt du. Glaube ich zumindest. Kannst du auch mal aufhören, die ganze Zeit den anzugreifen? Du darfst auch ruhig mal mich angreifen. Ja, so zum Beispiel. Genau so geht das. Ich habe da immer Angst, dass er mich angreift. Wenn er diesen Sprung macht. Macht er aber nicht, ne? Also ich habe immer das Gefühl, der jumpt jetzt gleich auf mich hin. Ja, danke. Du hast ihn mal angegriffen. Wunderbar. Wir müssen ihn nämlich vielleicht mal ein wenig auf die Hälfte runterhauen, weil du hast schon die Hälfte verloren. Wow. Das gefällt mir nicht. Jetzt erstmal hier Full Damage drauf. Full Damage. Komm, Lucatiel, du schaffst das. Lucatiel! Komm schon, Lucatiel. Ja. Nein. Uah, ich wusste, dass das wehtun wird. Nein! Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Das war gemein. Das war gemein. Das war sehr gemein. Oh. Oh. Oh, das ärgert mich jetzt. Das war gemein. Okay, na, kein Problem. Nochmal. Ist ja alles egal. Machen wir heute mal wieder eine längere Folge. Komm mal, wirklich. Dann halt so. Ist das doch wurscht. Oh! Alter, was drücken die für einen Schaden? Das ist ja anormal. Übel. Wirklich übel. Gut, aber ich denke mir gerade ganz was anderes. Und zwar frage ich mich gerade, ob ich das überhaupt muss. Weil ich könnte doch theoretisch jetzt einfach hier runterrutschen. Und theoretisch kommen die mir gar nicht hinterher. Dann ist alles super. Und ich freue mich, muss mich nicht um die Viecher da oben kümmern. So. So einfach kann das ja nicht gehen, glaube ich. Und wenn doch nicht, dann ärgere ich mich halt hinterher. So, dann den. Ja. Der hat mich doch noch getroffen. Der hat mich zweimal noch getroffen. Aber jetzt bin ich dran, weil jetzt unterbreche ich ihn ja nicht jedes Mal, bevor er schießt. Und dann passiert das nämlich gar nicht erst nochmal. Eieieiei. Okay, und das gleiche Spielchen nochmal. Einmal versuche ich das jetzt noch. Das werden wir ja wohl hinbekommen. Den großen schweren Seelenpfeil ausrüsten. Schwert ausrüsten. So. Und dann ist halt die Frage, Lucatiel braucht ja ein bisschen, bis er reingeht, wie viel Damage wir in der Zeit auf dieses Bossviech machen können. Wäre ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn wir in der Zeit schon ein bisschen was drauf machen könnten. Haben wir denn nichts, was da Gift hinzufügt? Können wir nicht benutzen? Oder muss ich das in mein Inventar legen?
Kann sein, dass ich das in mein Inventar legen muss. Wahrscheinlich wird der Boss aber auch gar nicht vergiftet werden können. Aber ich packe das jetzt trotzdem mal dazu. Nein, das geht nicht, weil es bereits eine verzauberte Waffe ist. Wahrscheinlich deswegen. Okay, das heißt, ich packe das weg. Ich packe das auch erstmal weg. Dann müssen wir uns schon wieder menschlich machen. Menschlichkeit verbrauche ich jetzt gerade ziemlich viel. Das gefällt mir allerdings nicht. Das ist nicht wirklich in meinem Interesse. So, hier ist das Rufsymbol. Daher spiele ich ihn wieder. Und dann laufen wir. Ah ja, ich sehe schon auf der linken Seite, ist doch ein rotes Viech gewesen. Aber alles gut. Dann zerreißt es zwar, aber wir kommen da ohne Probleme davon. Lucatian hat auch keinen Schaden genommen. Da müsste eigentlich auch gleich hinter mir stehen. Dann benutzen wir stattdessen eine grüne Blüte, damit wir mehr Ausdauer haben. Lucatiel ist da. So. Wow. Ärgerlich, das ist nicht gut. So ist das. Ich muss aufpassen. Ich darf, ich muss, also ich sollte schon Damage drücken. Ja, klar, keine Frage. Aber gleichzeitig sollte ich halt auch wirklich versuchen, selbst nicht zu viel Schaden zu fressen. Aber diesmal hat er schon wieder Menge Schaden gefressen. Das finde ich gut. Jetzt, wenn halt Lucatiel auch noch öfter mal angreift. Da hat er mich in den Rücken erwischt. Aber er lässt mich in Ruhe, also kann ich trinken. Oh, Lucatiel hat schon wieder viel Schaden gefressen. Nein. Ausdauer? Okay. So. Jetzt können wir mal ein, zwei Mal. Und dann weichen wir mal aus. So. Und dann können wir es. So. Dann haben wir ihn nochmal erwischt. So, jetzt können wir wieder ein paar Mal draufschlagen. Uiuiui. Lässt er mich in Ruhe? Ja. Nein! Ich wusste, dass er doch auf mich losgeht. Ach, verdammt. Oh, da. Ich liebe eins mehr ausweichen und stattdessen ein bisschen warten mit dem Leben regenerieren. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Ich bin schon wieder zu offensiv. Das ist nicht gut. Also, weiß nicht. Jetzt haben wir 27 Minuten. Eigentlich würde ich es ja nicht nochmal versuchen wollen. Aber auf der anderen Seite wäre es nicht versucht, ne? Mama, ich habe in letzter Zeit so oft kurze Folgen gehabt oder kürzere Folgen gehabt und ich habe in letzter Zeit auch sehr, sehr oft die Folgen ausfallen lassen, weil halt irgendwelche Sachen dazwischen kamen. Also würde ich behaupten, das darf jetzt auch gerne mal sein. Schießen Sie? Ja, nicht aufgepasst. Ja. Ich wusste, dass der jetzt nochmal auf mich schießt, aber ich wusste, dass ich den zweiten Schuss auch noch abfangen kann. So, jetzt, Anna. Wow. Ich lebe echt gefährlich heute. Machen wir nochmal ein. Jetzt, ich muss mich jetzt echt konzentrieren, weil das kann es halt echt nicht sein, dass ich so schlecht bin. Ich schmeiße jetzt die grüne Blüte schon mal ein, weil die hält ja doch relativ lange. So. Machen wir mal das. Mal gucken, ob man ihn überhaupt vergiften kann. Ich glaube es ja nicht, aber ich mache das jetzt trotzdem einfach mal. In der Zeit. So, das ist jetzt aber das letzte Mal. Ich habe eigentlich gar keine Lust, so viele meiner Menschlichkeiten zu verbraten, nur um diesen Boss zu machen. Es ärgert mich halt so ein kleines bisschen. Ja, Phantom rufen bitte. Die hier lege ich jetzt mal ab. Habe ich den Effekt der grünen Blüte überhaupt noch? Ja, meine Ausdauer regeneriert sich sehr, sehr schnell. Also ja, ich habe sie noch. Na komm, lauf.
So, jetzt aber. Ich glaube aber nicht, dass man ihn vergiften kann, von daher. Den großen schweren See im Pfeil rein. Ich habe auch das Gefühl, so wirklich viel mehr Schaden macht er jetzt auch nicht. So. Können Sie ja mal versuchen. Dürfte jetzt eigentlich gleich auf mich gehen. Wie? Okay, ist das ein Skillshot? Scheint so. Was macht er? Geht er auf mich? Nein. Gut. Es ist schon wieder ärgerlich. Jetzt hat Lucatia schon wieder so viel Leben verloren. Und er kaum. Ausdauer. Geh mal ein bisschen mehr auf mich, bitte. Nicht immer auf Lucatiel. No. No, ich bin unkonzentriert. Das ist nicht gut. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Oder ich werde noch ein kleines bisschen stärker und mache es dann. Aber so funktioniert das gerade nicht. Wieder bin ich halt wirklich gerade extrem unkonzentriert und schlecht. Oder keine Ahnung, aber das funktioniert so leider gerade nicht wirklich. Ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal nach Majula. Und ich behalte mir das aber im Hinterkopf, dass ich das noch machen will und muss. Und werde mich dann jetzt erstmal den anderen Sachen annehmen, die ihr mir aber auch in die Kommentare geschrieben habt, was ich denn so jetzt an Optionen habe, wo es weitergehen kann. Ich verabschiede mich für heute, sagt Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben, und tschüss, bis zum nächsten Mal.